Freunde, wir haben einen wunderschönen englischen Sommertag. Willkommen zu einem kleinen Spezialpart, denn heute kümmern wir uns, wie es aussieht, wahrscheinlich ausschließlich um die Pizza-Missionen. Wir sollen die Pizzen ausliefern, so schnell wie es geht, und wenn wir alle Level gewonnen haben, was, glaube ich, insgesamt 12 Level ist, sind immer 12 Level, genau. Wenn wir das geschafft haben, kriegen wir eine fette Belohnung, die ich jetzt noch nicht spoiler. So, die Mission abbrechen will ich nicht. Ich muss eher gucken, wie kann ich ihn jetzt Pizzen werfen? So, hier. Weil das ist ja das Wichtigste. Kehre zum Restaurant zurück, um weitere Aufträge zu bekommen. Ja, in jedem Level kommt quasi ein Kunde mehr dazu. Das bedeutet natürlich, die ersten Level sind schnell. Also das erste Level haben wir jetzt gleich fertig. Eine Pizza abgeliefert, zurück. Dann beginnt das zweite Level. Im zweiten Level haben wir dann zwei Pizzen. Und zwei Leute, die wir beliefern müssen. Das Moped ist zum Glück relativ schnell und man hat auch ganz gut Pizzen dabei. Ist ja gut. So, noch auszuliefern zwei und man hat immer sechs Pizzen dabei. Das heißt, wenn du keine Pizza verlierst, musst du eigentlich bei der letzten Mission nur einmal nochmal ranfahren, um neue Pizzen zu holen. Um alle zu bedienen. Also es sollte an sich eigentlich doch eine relativ schnelle Nummer sein. Ich werde das Ganze erstmal laufen lassen. Ob ich da hinterher eine Montage draus schneide, das hängt davon ab, wie lange ich letztendlich wirklich brauche. Aber ich lasse es erstmal einfach laufen. Weil vielleicht, ich meine, gut, wir werden bestimmt über 20 Minuten kommen. Also ich könnte mir vorstellen, das wird ein kleines Montagevideo hier. Damit das Video auch nicht zu übertrieben lang wird. Weil es wird halt auch nicht spannender, ne? Wir fahren jetzt die ganze Zeit Pizzen für Pizzen hin und her. Aber es ist schon cool, also so als reine spielerische Aktion ist das schon machbar. Es hätten zwar von mir aus auch nur 10 Level sein können, gerade bei anderen Nebenmissionen ist das immer so schwierig zu sagen, jetzt muss ich das 12 Level durchhalten. Es gibt sogar eine Nebenmission, die kannst du eigentlich in meinen Augen, kannst du die wirklich nur im Late Game überhaupt erst schaffen, weil das vorher einfach überhaupt nicht machbar ist. Aber da werden wir auch noch hinkommen, weil die Nebenmission will ich auf jeden Fall machen. Und dann ist aber auch richtig easy machbar. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Drei Kunden, zwei da drüben, einer am Arsch der Welt. Ja, das ist ja super. Wer plant denn hier die Kundenrouten? Naja, die Kunden selber. Wer anruft, ruft an, ne? Aber es geht ja schon relativ zackig voran. Die ersten Level sind blitzschnell weggezimmert und eigentlich die anderen auch. Das ist eine der schnellsten Nebenmissionen eigentlich mit, finde ich. Weil das Moped ist relativ schnell, die Pizzen sind schnell geworfen, also sind die Kunden auch schnell abgefertigt. Sehr viel kannst du auch nicht falsch machen. Was du halt falsch machen könntest, wäre, dass du über den Kunden fährst und ihn damit umbringst. Ich glaube, dann ist das Spiel vorbei. Aber so blöd musst du halt auch erstmal sein, dass du das hinkriegst mit dem Moped, unbeabsichtigt einen zu überfahren, der wichtig ist. Bitteschön. Und mit dem Pizzenzielen, das kriege ich auch noch gerade so hin. Wo ist denn jetzt der andere Kunde? Der steht auch schon wieder im Weg. Man kriegt auch für jedes abgeschlossene Level, glaube ich, ordentlich einen Bargeldbonus. Also haben wir hinterher auch ganz schön Kohle raus. Aber hauptsächlich ist mir eigentlich der große, freischaltbare Gewinnerbonus wichtig. Aber ich bin gemein, ich spoiler nicht. Da freuen wir uns dann gemeinsam drüber, wenn es soweit ist. Und jeder, der es schon weiß, was es ist, der vergisst das jetzt einfach wieder, damit er sich mitfreuen kann und gut ist. Magst du Pizza? So, wir brauchen neue Pizza. Meine sind alle aufgebraucht. Verbrauchter als meine Pizzen ist nur meine Mutter. Wer hat das gesagt, ihr Schwein? Ach, warte mal, ich habe das selber gesagt, ne? Schande über mich. Mutti, ich hab dich doch lieb. Ja, ich kümmere mich. Okay, einer ist wieder so ein Abtrünniger. Aber die anderen drei stehen wieder alle hier hinten, das ist gut. Dann machen wir eins fix drei. Und ich glaube, so schnell wie ich bin, brauche ich mir echt keine Gedanken machen. Wisst ihr was? Wir machen keine Montage. Das wird notfalls einfach ein bisschen längeres Video, aber so übertrieben viel länger wird das auch nicht. Weil... Au, au, au. Weil wir sind halt echt super fix unterwegs. Das geht zicke zacke, wenn ich das mache. Es gibt, glaube ich, nur zwei Orte, an denen du diese Pizza-Nebenmission starten kannst. Nämlich einmal die Pizzeria hier. Und dann gibt es, glaube ich, drüben auf der anderen großen Insel. Da gibt es, glaube ich... Ja, doch, da gibt es auch nochmal einen Pizzaladen in... Ist das... Das Little Havana? Oder Haiti? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch ein Stück hinter. Ist das schon Downtown? Keine Ahnung, aber da gibt es auch nochmal einen Pizzaladen, wo du so ein Moped finden kannst. Und da kannst du dann theoretisch, denke ich, die Mission auch nochmal starten. Aber die Mission ist
relativ easy, relativ schnell gemacht und man ist eigentlich selber schuld, wenn man die nicht möglichst zu Beginn des Spiels schon macht. Und da wir noch genug Nebenmissionen haben, die ich machen möchte, wird es auch Zeit, dass wir mal eine schmeißen, nicht wahr? Dafür werden wir dann die nächsten Videos nicht groß irgendwie sowas machen. Weil ich weiß, ihr wollt natürlich mehr die Story sehen, ne? Und Ballerei und Action, aber ich habe ja am Anfang des Let's Plays gesagt, so übertrieben eilig habe ich es nicht. Und dafür, dass wir es nicht so übertrieben eilig haben, heizt sich hier trotzdem ganz schön durch. Was einfach daran liegt, ich meine, wir können ja hier ein bisschen Smalltalk machen. Wir machen ja gerade nichts Wichtiges, da muss man jetzt nicht so Roleplay-mäßig unterwegs sein. Da kann man auch mal einen kleinen Smalltalk machen. Es ist einfach so, als Let's Player denkst du dir halt so, gut, du hast 20 Minuten. Du hast 20 Minuten, um die Leute heiß zu machen auf das nächste Projekt. Du hast 20 Minuten, in dem möglichst viel Geiles passieren soll, weil die Leute sollen sich ja nicht langweilen. Und da kommt man ganz automatisch, auch wenn man es nicht will und sich vorher sagt, ich gehe das hier ganz gechillt an, kommt man ganz automatisch immer in so einen kleinen Rush-Modus. Aber solange man trotzdem ein bisschen was sieht, ist das nicht schlimm. Ich meine, wir müssen uns ja jetzt auch nicht vor jedes Gebäude hinstellen und sagen, boah, geil, das Gebäude gucken wir uns jetzt an. Aber so ein bisschen die Atmosphäre genießen, das muss schon sein. Das kann man aber auch, indem man, Idiot, indem man einfach in der Welt lebt und herumfährt. Man sieht ja rechts und links die coolen Gebäude. Ich finde, Vice City ist sowieso einer der schönsten GTA-Schauplätze. Liberty City bin ich zwar auch ein großer Freund von, aber was Schönheit angeht, gefällt mir Vice City wirklich am besten. San Andreas hat 3 Städte zu bieten, anstatt nur einer. Aber da ist halt immer das Thema, der Großteil spielt in Los Santos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch Film und Fernsehen, ich bin Los Angeles so dermaßen übersättigt. Weil gefühlt jeder zweite Hollywood-Film spielt da. Jedes zweite Spiel gefühlt spielt da. Und ich weiß nicht, Palm ja, aber Los Angeles muss echt nicht sein. Sanfiro ist zwar, ich weiß nicht, Sanfiro, damit bin ich nie so ganz warm geworden. Ich kann mit der Stadt an sich, glaube ich, mit San Francisco nicht so viel anfangen. Las Venturas ist natürlich meins. Ich meine, Leute, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen, dass ich früher auch mal eine ganze Zeit lang sehr, sehr gerne Roulette gespielt habe. Heute gehe ich mit meinem Geld anders um. Ich habe mein Geld anders angelegt, aber ich habe sehr gerne und auch teilweise recht erfolgreich Roulette gespielt und ich mag Glücksspiel, ich mag Casinos, ich mag das ganze Feeling. Soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie Werbung dafür machen will, weil gerade Casinos, da gehst du wirklich hin, um das Geld zu verlieren. Also wenn du Geld gewinnen willst mit Glücksspiel, dann kannst du eigentlich weder in eine Spielhalle gehen, noch irgendwie in ein Casino, weil da verlierst du. Das, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das erste Mal in einem Casino war ich mit meinem Vater zu meinem 21. Geburtstag. Weil auch in Deutschland darfst du die richtig großen Spiele, die richtig großen Tische, die darfst du erst ab 21 spielen. Und zu meinem 21. Geburtstag sind wir quasi ins Casino gegangen. Und ich habe mir fest vorgenommen, mit welchem System ich spielen will, wie besonders ich spielen will. Aber du kommst durch die Tür, du kommst in dieses Casino rein und du betrittst eine völlig andere Welt. Und diese Welt nimmt dich sofort gefangen. Du hast eigentlich gar keine Chance, dir irgendwie selber zu sagen, yo, ich spiele mit Bedacht, ich spiele nach System, weil dich einfach alles so mitnimmt. Also das kannst du wirklich nur machen, wenn du viel Geld hast und sagst, es ist nicht schlimm, wenn das Geld weg ist. Man kann auch mal gewinnen, wenn man wirklich Glück hat im Casino, klar, aber man muss davon ausgehen, man geht rein und geht ohne wieder raus. Aber es ist einfach, es ist auf eine andere Art geil. Es ist einfach eine ganz eigene Welt und ja, ich will hier eigentlich gar kein, wie sind wir jetzt vom Pizzalieferdiensten eigentlich aufs Casino-Thema gekommen? Lassen wir das Thema. So. Ich habe echt keinen Peil, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. So, bitteschön. Ach, wegen Las Venturas. Ja, klar, Glücksspielstadt und so. Noch 4 Personen, 4 Pizzen, kriege ich hin. Nee, aber Miami ist eigentlich ein richtig geiler Schauplatz. Finde ich cool. Ich halte mich hier sehr gerne auf. Ich muss gucken. Ich muss hier irgendwie an den Strand. Hier gab es, glaube ich, eine Abkürzung. Hier durch. Genau. Weil am Strand bestellt mal wieder einer Pizza und denkt sich so, der wird schon herkommen. Schönen Dank für nix. Ich habe auch bisher keine einzige Pizza versaut. Muss man mal sagen. Und was mir hier auffällt, so im Vergleich zu GTA 3, bei den Nebenmissionen, das ist ein völlig anderer Zeitfaktor. Bei GTA 3, du warst ja wirklich von jeder Nebenmission so gehetzt, weil du wirklich richtig Gummi geben musstest. Das ist hier ein bisschen gechillter, aber weißt du, die ist ja allgemeine gechilltere Gegend. Hätte gleich am Strand bleiben können, hä? Ich hab's geahnt.
Jetzt bin ich hier umsonst rausgefahren, weil ich muss jetzt eh wieder an den Strand. Super. Danke für nix. Ich hasse dich. Ich habe Vice City nie gemocht. Kackspiel. Bitte schön. So, zwei Ziele, zwei Pizzen. Ich darf keine versauen, sonst muss ich unnütz wieder zurückfahren. Da haben wir ja auch schon fast Halbzeit, ne? Da haben wir fast schon Halbzeit hier. Also ich denke, das wird ein kleines verlängertes Video werden, definitiv. Und ich hätte da runter gemusst. Aber wir werden jetzt hier nicht so lange brauchen, dass ich hier anfangen muss, groß alles zu zerschneiden. Wir nehmen das einfach, wie es ist. Und heben uns das Montageschneiden, weil das macht mir ja auch unglaublich viel Arbeit, muss man einfach so sagen. Das heben wir uns auf für die Nebenmission, wo es wirklich nötig ist. Zum Beispiel die Krankenwagenmission. Das wird wieder eine Pest am Arsch. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich ziehe alles durch. Vor allem durch den Dreck. So, ich habe hier noch eine Pizza. Die ist inzwischen nicht mehr warm, aber daran kann ich auch nichts ändern. Kauf dir eine Mikrowelle und wärm die Scheiße auf. Oder hau eine Pizza auf den Grill. Kann man Pizza grillen? Jetzt mal angenommen, du kaufst dir so eine Pizza, ne? Du kaufst dir einfach eine Pizza aus dem Tiefkühl oder so. Meinetwegen auch eine frische, ist ja eigentlich egal. Die aus dem Tiefkühl sind ja auch vorgebacken, mehr oder weniger, ne? Und dann haust du die einfach auf den Grill. Das könnte doch eigentlich richtig geil schmecken. Hat schon mal einer probiert, eine Pizza auf den Grill zu schmeißen? Also, eine Aufgabe an jeden von euch, der in der Grillsaison gerne mal einen Grill anwirft. Ihr haut mal eine Pizza auf den Grill und dann schreibt ihr mir unter diesem Video, ob es geschmeckt hat, ob sich das lohnt. Oder ob es kacke geschmeckt hat oder ob es einfach so stinknormal geschmeckt hat, dass man eigentlich sagen kann, das lohnt sich jetzt einfach nur nicht. Kümmert euch. So, das wird jetzt das erste Mal eine Runde werden, wo wir auch Pizzen nachfüllen müssen, weil wir haben jetzt 7 Ziele. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht, mit 6 Pizzen 7 Leute zu bedienen. Da krieg ich ja 2,5. Oh, der fährt wie eine gesenkte Sau. Naja gut, mach ich auch, aber der darf's nicht, ich schon. Ich bin wichtig. Ab durch den Busch. Bin so ein richtiger Heckenkiller. Ich sehe nichts, ich will mein Ziel nicht umfahren. Hier. Gönn dir eine Pizza. So, noch ein Stück runter ist noch ein Kunde. Die sitzen halt auch alle relativ nah beieinander, das ist schön. Wir haben auch direkt noch einen Kunden. Ich würde jetzt langsam gerne mal einen Kunden damit beglücken, dass der alle Pizzen kriegt. Der Kunde da hinten wird das werden, damit wir direkt mal nachfüllen können. Weil nachfüllen müssen wir so oder so. Da kriegst du eine und der hinten, der hat unsere Sonderaktion gewonnen. Der kriegt 3 Pizzen zum Preis von einer. Machst du gute Werbung für uns, da kommen mehr Kunden. Warte mal, der hat nur 2 Pizzen gekriegt, oder? Hatte ich nur noch 2 Pizzen? Egal. Ach nee, einer hat er sich genommen und die anderen 2 liegen jetzt da. Ach egal, ist ja auch völlig, mich interessiert sowieso Wumpe, weißt du? Das ist mir so Wumpe. Ja, lass mich doch in Ruhe. So, 2 Kunden haben wir noch, die kriegen jetzt schön Pizzen rangedonnert. Und dann geht's munter ins nächste Level. Wir rocken das hier Stück für Stück, das wird schon. Wir werden auch immer schneller. Ich glaube, ich werde immer schneller. Langsam habe ich den Dreh raus. Muss nur aufpassen, dass ich die nicht umfahre. Und sowas ist natürlich perfekt, wenn die Kunden hier direkt alle so auf einer Welle sitzen. Da kriegst du die wunderbar bedient. Wieder ein Level fertig. Wie viel Geld haben wir? 6.500. Kriegen wir gar nicht so groß irgendwie Bonus, wenn wir das Level beenden? Ich dachte, wir kriegen hier einen fetten Bonus. Aber anscheinend ja nicht. Schweinerei ist das. Wir kriegen halt echt keinen Bonus. Aber ich glaube, wir bekommen einen kleinen Trinkgeldbonus, wenn wir die Pizzen abliefern, oder? Ich guck mal, wir sind jetzt auf 82 hinten. Wir sind auf 82. Das ist auch ungefähr das Alter, wie ich mich fühle. Kriege ich von irgendwem Geld? Ja, von dir. Ja, 10 Dollar kriege ich. 10 Dollar die Pizza. 10 Dollar pro Pizz. Ich bin der Pizzstop, weil ich immer anhalte zum Pizza werfen. Für dich? Wir müssen auch wieder gucken, wir müssen ja eh wieder nachladen.
Da müssen wir nicht so geizig mit den Pizzen umgehen. Machen wir den noch und dann den da hinten und dann wird abgeliefert. Willst du? Ach, gerade die Olle will die Pizza leer haben. Dabei hat die mit extra abgelaufenen Garnelen bestellt, glaube ich zumindest. Und einen Schwung Salmonellen noch dazu. Haben wir alles. Ab, 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 ab. Die letzte Pizza haue ich in die Ecke. Wer es findet, darf es behalten. Ich will neue. Ich wurde überfallen. Wurde ich krass ausgeraubt. Nix Pizza mehr da. Chefe, Chefe, habe nix schuld. Deliver the damn food, Mister. Ist gut. Der ist sehr freundlich zu mir. Den mag ich nicht. Darf ich den erschießen? Ich frage für einen Freund. Das vermisse ich so ein bisschen in heutigen Spielen. Vielleicht ist das den Leuten einfach zu langweilig geworden, aber ich finde das immer ganz cool. Solche Nebenmissionen findest du nämlich nicht mehr oft. War früher oft so, auch bei GTA-Klonspielen, wie zum Beispiel Saints Row und so, gab es auch immer solche Nebenmissionen. Und ich finde die eigentlich ganz cool, dass man mal sowas mit einbaut. Schwupp. Ich meine, Nebenmissionen gibt es auch heute noch, aber nicht mehr solche. So Feuerwehr, Krankenwagen und so ein Gedöns. Findest du, wo ist denn der Kunde? Uff, der ist da hinten. Auf der ehemaligen Reicheninsel. Das war nämlich früher mal eine Villeninsel, aber irgendwie ist da alles sehr heruntergekommen. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir da ankommen. Der bestellt da drüben Pizza. Das ist ja Mist. Also du sollst eigentlich doppelt und dreifach bezahlen. Das ist ja ein heftiger Anlieferweg hier, Mensch. Wo kommen wir denn da hin? Wenn das jeder so machen würde. Pawn Island. Hier gibt es ein Filmstudio. Das uns hier auch gerade verrät, dass wir es kaufen können. Irgendwann. Oh. Und ansonsten gibt es hier nicht viel. Oh, wir haben nur. Oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Wir haben nur 2 Minuten, um zurückzukommen. So ein Abseitskunde ist ungut. Aber ich denke, das sollte ich trotzdem locker schaffen. Da mache ich mir schon wieder mehr Panik, als ich brauche. So, abseits stehende Kunden sind fies. In 2 Minuten bin ich locker da drüben. Darf halt nur keine Unfälle bauen. Der einzige Unfall hier bin ich. Oh, ich liebe mich. Ich merke es immer wieder. Ich habe so eine Selbstliebe. Ich würde mir niemals was Schlimmes wünschen. Und auch nichts Schlimmes sagen. Bitte nicht abbiegen, sonst habe ich Angst. Oh shit, au, das hat wehgetan. So, habe ich mir wieder viel zu viel Ärger selber gemacht hier. Guck mal, wie wunderbar wir da sind. Deliver the damn food, Mister. Of course. So, wir fahren direkt hier rüber. Hier gibt es 2 wunderschöne Kunden auf diesem Inselstück. Und dann einmal noch hier drüben. Es wird wieder Nacht, ich liebe es. Die haben hier überall so viel Neonlicht angebracht in dieser Stadt. Das sieht nachts einfach so cool aus. Ich stehe da hart drauf. Diese Stadt bei Nacht und Regen, ich glaube, da kriegst du echt das schönste Bild raus. Okay, wo sind denn meine anderen Kunden jetzt noch? Einer ist da auf jeden Fall wieder am Strand. Oh, Polizei will Ärger mit mir. Da fahren wir direkt wieder durch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich verliere die Kontrolle dauernd. Was ist hier los? Warum tut Senf in der Nase weh? Verstehe das alles nicht. Okay. Nur mal an die Mahnung denken. Mit der Pizza nicht sparsam sein. Oder haben wir direkt 2 auf einem Fleck? Das ist gut. Na, hier am Strand haben wir auch nochmal Kunden. Hm. Aber man müsste ja fast schon wieder dran denken, neue Pizzen zu holen, ne? Das geklappt? Bitte sag ja. Er sagt nein. Ja, dann hat sich das Pizza-Holen-Thema jetzt eh gerade erledigt, weil ich eine verschwendet habe. Dann kriegst du die andere noch und jetzt hole ich neue. 3 Minuten 20 haben wir noch. Bevor hier alles explodiert. Ich glaube, es wird doch ein längeres Video, weil... Jetzt brauche ich doch ganz schön lange. Ich habe es doch ein bisschen unterschätzt. Ah, schade. Doch, doch, das hat geklappt. Oh, ich bin so gut, oder? Ich bin der Drive-By-Pizza-Lördl. Ich bin der Lördl.
Schön. Ich habe auch überhaupt keinen Überblick mehr, offen gesagt, in welchem Level wir gerade sind, aber ganz so weit haben wir es eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Ich muss ja schon dauernd die Pizza nachrüsten. Und vielleicht sind wir ja sogar schon in Level 9 oder sowas, ich weiß es gar nicht. Hat das Pizza-Nebenmissionsding überhaupt klassische Level? Ich glaube, ich habe bisher noch kein klassisches Level gesehen. Vielleicht ist das gar nicht so ein klassisches Level-Ding hier, sondern was eigenes, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir es ja eher geschafft, als ich denke. Ja, aber wir schaffen es zumindest nicht, wenn ich so kacke bin. Und Bäume küsse. Ich meine, ich liebe Bäume, aber ich habe noch nie gehört, dass irgendein Mensch erfolgreich einen Baum befruchtet hat. Bäume befruchten sich von alleine. Besonders Apfelbäume. Gott, war der ja schlecht. Okay, zurück zum Pizzarestaurant. Oder war Pizza sogar nur 10 Level? Weil das was Eigenes abgeschlossenes war? Ah, jetzt bin ich selber verwirrt. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich selber GTA Vice City gespielt habe. Muss man zugeben. Mal gucken, irgendwann sind wir einfach fertig. Also zumindest kriegen wir hier nochmal ein Level. Und müssen 10 Pizzen abliefern. Wir fahren direkt mal hier hinter. Wir fahren sonst immer erstmal da lang. Heute fahren wir mal so rum. Ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Sonst schimmeln euch am Ende noch wegen mir die Augäpfel weg. Komm mal. Das wollen wir ja auch nicht. Oh, einer ist wieder auf der Kackinsel drüben. Glaubst du das? Einer ist wieder da drüben. Was ein Snob. Na gut, dann fahren wir halt mal schnell darüber, da haben wir es wenigstens weg. Also wenn da drüben einer steht, ist das immer der am weitesten entfernteste Kunde, habe ich das Gefühl, weil da kommst du echt nicht so schnell hin. Warte, der ist gar nicht da drüben. Ich wurde verarscht. Ruf die Bürgerwehr, der Lord wurde verarscht, der ist noch nicht mal da drüben. Der steht hier am Zipfel von diesem Nobel. Das ist bestimmt irgendein Nobelhotel hier, das sieht so aus wie ein Riesenhotel. Für dich. Rest kannst du behalten. Damit meine ich die Pappe. Brauchst du nicht zurückgeben. Wir wollen deine Pizzapappe nicht. Wir haben jetzt so viele Pizzen gefahren. Ich habe gerade so Bock, mir Pizza zu bestellen. Los, gebt mal alle eure Superfangs rüber. Ich muss Pizza bestellen. Guckt mich doch mal an. Ich bin am Verhungern. Ich falle vom Fleisch. Ich bin so arm. Vielleicht auch Bein. Beinhart wie ein Rocker. Guten Tag. Da? Da? Jetzt habe ich nur noch eine Pizza im Inventar, ne? Aber das passt auch ganz gut. Du bist eh das Letzte. Der Letzte, der hier gerade günstig steht. Der Rest steht eh blöde. Da können wir vorher noch... Warum fährst du hier lang? Da können wir vorher hier noch ein bisschen frische Margaritas holen. Was ist eigentlich eure Lieblingspizza? Ich meine, viele Pizzadienste, die bieten es ja an, dass man sich die Pizza selber belegt. Was ist da eure verrückteste Kombo? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Von mir aus auch, wenn es Pizza Hawaii ist. Ich weiß, viele feuern gegen Pizza Hawaii. Ich selber bin jetzt auch nicht so der Fan, aber... Schande über mich. Ab und zu reißt mich mal und dann hole ich mir tatsächlich selber eine. Eine Pizza Hawaii, schön mit Ananas. Normal mag ich nämlich warmes Obst in Essen gar nicht. Auch so warmer Pfirsich und sowas. Meine Mutter hat früher immer mal was gekocht. Hähnchengeschnetzeltes in Sahne mit Petersiliensoße. Und da waren auch immer Pfirsiche drin. Ich weiß nicht, das kann ich gar nicht. Warmes Gemüse kommt aufs Gemüse an. So warme Tomate mag ich gar nicht so. Aber so warmer Paprika und sowas ist schon geil. Aber warmes Obst bin ich jetzt nicht so derjenige, der sagt, geil will ich. Aber Pizza muss ja auch nicht immer warm sein. Ich bin zum Beispiel auch die Fraktion, wenn ich mir Pizza bestelle, bestelle ich mir 2 Pizzen. Eine für den Abend, die esse ich warm. Und eine packe ich in den Kühlschrank, die esse ich dann am nächsten Tag morgens kalt. So eine kalte Frühstückspizza, wenn man am letzten Tag bestellt hat, kommt Leute, kalte Pizza am Morgen ist echt geil. Ja, da will ich nichts hören. Also schickt mir ruhig mal eure verrücktesten Kombos. Ich überlege gerade die ganze Zeit... Das ist meine verrückteste Kombo. Also auf jeden Fall, bei mir müssen immer Garnelen mit drauf sein. Garnelen und Röstzwiebeln. Garnelen, Röstzwiebeln. Was packe ich denn sonst noch drauf? Also
Ich muss zugeben, ich bestelle gar nicht mehr so oft, wie ich es früher vielleicht mag. Wir haben es geschafft, Mission erfüllt, $5000 gekriegt. Pizza-Mission abgeschlossen. Deine maximale Gesundheit wurde auf 150 erhöht. Guckt euch das an, wir haben jetzt nicht mehr maximal 100 Lebenspunkte, sondern 150. Das ist verdammt nützlich und richtig geil und so übertrieben überzogen haben wir es gar nicht. 25 Minuten, das kannst du schon mal bringen. Aber wir hören hier jetzt auch direkt auf. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und dass ihr jetzt wahrscheinlich alle losrennt, Pizza zu bestellen. Ich glaube, ich gehe mir auch eine Pizza bestellen. Ich habe so Appetit jetzt darauf bekommen. Diese ganzen Pizzagespräche, so schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis später. Euer Peter, der Pizzalord. Pizzalord, Pizzalord. Hast du Lord und Pizza, ist das Pizzalord? Eine Pizza, eine Pizza.